Na, zumindest ist alles genießbar. Etwas mehr Mut, Achim. Also ich probiere nur das, wo ich mir fast halbwegs ungefähr so sicher bin, was das sein kann. Weil andere Länder, andere Sitten, wa? Wird alles da rein, alle geboilert oder isst man auch was kalt, cold? Man muss alles erhitzen. Ja. So, lass uns mit dem Frosch anfangen. Na, eins reicht, ein Stück reicht. Eins. Ja, das ist das Schönste. Und ist das ein hiesiger Frosch, also so ein Shiny Frog oder French Frog? I think it's Chinese, but... Natürlich chinesischer Frosch. Und wie schmeckt der? Das ist ja wie Hühnchen, wa? Chicken. No. Also. So ähnlicher. Und jetzt Ochsenmagen. Braucht auch nur 8 Sekunden in der kochenden Brühe und ist schon genießbar. Ist das Ochsenmagen oder was? Na, das geht. Nächster Leckerbissen, Entenzunge. Kleinere Knochen darin kann man nicht essen, aber das Fleisch ist sehr, sehr zart. Oder was sagt unser Berliner Feinschmecker dazu? Die Zunge kann man essen. Rinderzunge esse ich ja auch. Und was gibt's als nächstes? Ne, such die Niere. Langsam kommt Achim auf den Geschmack. Wie gefällt die Schweineniere aus dem heißen Topf? Das ist lecker. Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt schon mehr gegessen, als ich vorher gedacht hätte, dass ich hiervon esse. Sag ich mal ganz ehrlich. Na dann gibt's als Highlight jetzt noch Hirn vom Schwein obendrauf. Davor hatte Achim bisher immer Panik. Kann er sich überwinden? It's melting. Ja, das glaube ich dir gerne. So schlimm? Nee, schmeckt wirklich gut, aber die Vorstellung an sich, also es schmeckt wirklich gut. Also ich sage jetzt keinen Quatsch. Aber die Vorstellung alleine, dass das mir Hirn von einer Ente oder von irgendwas gewesen ist, also das kann ich nicht. Also Carla, vielen herzlichen Dank, dass ich das hier mal probieren durfte. So verrückt ist es ja nicht, wie es aussieht, weil ganz viele Parallelen gibt es zu unserem Essen. Hat mir auch gut geschmeckt, bin ich ganz ehrlich. Und bis denne. Weiter geht's auf Shanghais Straßen. Die nächste Adresse liegt versteckt in einem Hinterhof. Doch der Ruf eilt dem Laden bereits voraus. Also hier soll es in Shanghai das Beste geben, was man aus Schwein machen kann. Und das muss ich gesehen haben. Das muss ich einfach gesehen haben. Im sehr beliebten Restaurant Mai Long Zhen ist Achim mit Chefkoch Zhao verabredet. Der kocht mit seiner großen Mannschaft auf offener Gasflamme chinesische Klassiker. Das sieht ja hier schon mal alles richtig original aus. Und der Ofen, also das sieht man, das ist schon ein ziemlich altes Haus. Jetzt würde ich mir gerne mal ankicken wollen, was du mit einem Schwein machst, was ich nicht kann. Da fackelt Zhao nicht lange. Im heißen Öl brät er fein aufgeschnittenen Schweinebauch kurz, aber scharf an. Unser Berliner Küchenchef ist begeistert. Also da ist nichts gekauft oder irgendwas, kein Hightech. Hier wird noch richtig mit der Hand gearbeitet und das gefällt mir. Das ist geil. Nachdem Achim wissbegierig dem Lokalmatador über die Schulter geschaut hat, darf er natürlich mit anpacken. Ein Traum für unseren Schweinebauchexperten. Sieht doch wirklich zum Anbeißen aus. Das ist eine deutsch-chinesische Kooperation. Und eins kann ich euch sagen, ich bin völlig aus der Puste. Und das ist mal Knochenjob, das machst du nicht aus dem Handgelenk. Dann lass es dir mal schmecken, aber stilecht. So, und jetzt mal diese... Ich wusste es vor, wie es fängt. Ich versuche es wirklich. So ein geiler Schweinebauch, ganz lecker. Nur für dieses Essen würde es sich schon lohnen, hierher zu fliegen. Durch die offene Flamme kriegt es ein ganz anderes Aroma. Mund abwischen und weiter geht's. Shanghais beeindruckende Straßen halten noch allerlei kulinarische Überraschungen für unseren Berliner Gaumen bereit. Ein Andrang hier. Uiuiui. Lange Schlangen deuten ja meist auf große Beliebtheit und gute Qualität hin. Mal sehen, was Achim hier so Exotisches ins Auge springt.
Also was ich hier schon gelernt habe, ist, hier muss immer der Kopf dran sein, hier müssen die Knochen dran sein und hier muss man sehen, von welchem Tier das ist, sonst essen die Leute das nicht. Wir essen nur Filet und bei dem muss der Knochen halt mit drin sein, damit man genau weiß, was man da isst. Nicht mal, dass man plötzlich einen anderen Fisch isst, als man essen wollte, weil der einen anderen Kopf hat. Da freue ich mich doch lieber auf was Süßes. Hi, hallo. Tag, ja, ni hao. Ni hao, ni hao, ni hao. Sie sind also die süße Seite Chinas, ja? Mm. Na, das ist aber schön. Zusammen mit Kuei Sha soll Achim eine beliebte chinesische Süßspeise zubereiten. Also Reismehl, Schweinefett und Zucker. Und Wasser. Und dann? Also immer ordentlich kneten, 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 bis sich das richtig alt verbunden hat. In die klebrige Masse kommen nun vorbereitete Bällchen aus Butter, Kokosmilch, Milch, Ei und Zucker. Dann ist wieder einmal Fingerspitzengefühl gefragt, bevor die Kugeln einen Mantel aus Sesam bekommen. So, mal kicken, ob ich in der Produktion kann jetzt hier. Handfläche. Unter Anleitung klappt's dann auch mit Achims Fingern. Ja, fertig, was soll's. So. So, ein bisschen Zeug rüber hier und fertig ist die Kiste. Na, noch nicht ganz. Also sie hat jetzt erst eine niedrige Temperatur genommen, damit die durch werden und damit sie nachher aber richtig schön Farbe kriegen und richtig schön braun sind, kriegt das Ding nachher noch bei 180 aller Wahrscheinlichkeit nachher angebraten. Aber dazu müssen sie erstmal ein bisschen dicker werden und ein ganz klein bisschen hochkommen. Gut, ein bisschen Farbe schadet auch nicht. Also jetzt geht das ohne Hefe. Also der Hefeersatz sozusagen wäre jetzt Zucker und Fett. Und dadurch geht es auf. Normalerweise geht es ja durch Hefe auf, ein bisschen so. Aber hier geht es jetzt durch die Zugabe von Schwein, ne? Schmalz und Zucker. Und lecker sehen die kleinen Kalorienbomben jetzt allemal aus. Prost. Gut geworden, wirklich. Okay. Ist so schön süß, so überladen süß. Und dann der Sesam dazu. Also wirklich, ist der Hammer. Auf der Suche nach unserer letzten Spezialität stoßen wir schließlich auf eine sehr berühmte chinesische Neujahrsspeise. Hauptbestandteil Reis. Der ist bereits vorgekocht und verschmilzt nun mit Zucker und wieder einmal Schweineschmalz. Also ich denke mal, muss man 2 Minuten ziehen und dann ist die restliche Flüssigkeit hier nochmal in den Reis drin gewandert. Und dann wird das hier wieder so eine halbfeste Masse. In die Mitte der Masse wandert dann eine Füllung aus süßer Bohnenpaste. Obendrauf gibt's noch symbolische Deko aus Nuss, Orange und vor allem Dattel, die Fruchtbarkeit bedeutet. Wie wird denn die essen? Kalt, warm? Ich meine, man haut sie doch nicht in den Reis so einfach auf den. Man isst es warm. 5 Minuten in die Mikrowelle, fertig. Gesagt, getan. Und dann servieren. Ah, mittlerweile habe ich auch rausgekriegt, warum da 8 Zutaten bei sind. Bei 8 ist die Glückszahl der Chinesen. Aber wie schmeckt denn nun die klebrige Süßspeise? Also ditte. Das ist süß, süßer, am aller, aller süßesten. Also, das ist so sweet. Ist ja nicht so, dass es so weit nicht bei uns gibt, aber das ist halt eben eine andere Methode. Und das gibt es ja auch nicht jeden Tag, das ist ein Neujahrsgericht. Und das kann man einfach mal machen. Das ist lecker. Zeit für ein Fazit. So, chinesische Küche, was habe ich gelernt? Alles super, alles toll, alles handmade. Habe ich so in der Form noch niemals gegessen. Hat mir so gut geschmeckt, dass ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, chinesisch, original, hier mal probieren. Ni hao. Also, nichts wie auf nach Shanghai, um auf Achims Spuren zu wandeln.